Mach ich das nach? Kann ja nicht sein, dass ich mich hier so anstelle. Ja, let's go. Ich muss ja nur einmal in den Klick kommen. Hi, liebe Leute. Ja, ihr seht jetzt nicht, hinter meinem dicken Schädel ist eine Person, die ihr demnächst häufiger sehen werdet. Und zwar haben wir einen neuen Präsenter und ich freue mich mega. Ich kenne ihn auch schon länger und ja, ich will jetzt gar nicht lang rumschnacken. Es ist der Laurenz. Hi, ich bin Laurenz. Ja, ist dein Helm? Genau, ist mein Helm. Ich bin heute hier bei Marc zu Besuch im kalten Sauerland und wir fahren jetzt zusammen ein paar Trails. Und anschließend bauen wir noch ein Fahrrad zusammen auf. Ja, genau. Perfekt. Dann viel Spaß. Ja, liebe Leute, eigentlich muss man ja nicht alles genau vor im Detail erzählen, aber nur kurze Ankündigung. Der Laurenz ist ein bisschen jünger als ich natürlich und er hat auch ja noch viel, was er noch so alles neu entdeckt. Downhill-Rennen, Bike-Van-Life, Roadtrips, Bikeparks, die er noch nicht kennt. Und ja, Dinge, die ich alle nicht machen kann, weil ich bin natürlich mit Frau und Kind zu Hause und da reist man nicht mehr so viel durch die Gegend und meine wilden Zeiten mit Downhill-Rennen sind auch echt schon lange her. Und ja, ich bin mega froh, dass der Laurenz Bock hat, weil wir kennen uns jetzt seit ein paar Jahren. Und ja, er nimmt euch dann mit auf seine Abenteuer. Heute erstmal schön Matsch Trail. Viel Spaß. Liebe Leute, den Trail kennt ihr vielleicht auf unserem Kanal oder bei Leo Kast, der ist auch mal zu Besuch gewesen. Und ja, ist immer interessant, wenn man einen Aussichtspunkt hat oder irgendeinen besonderen Platz im Wald mit einer Ruine oder irgendwas Historischem, finde ich immer spannend, das auch sich anzugucken und mitzunehmen. Möchte ich euch mal hier den Kaminofen zeigen. Wir sind hier oberhalb von Ostwick, das ist bei Bestwick, also alles eine halbe Stunde so von Winterberg entfernt. Und ja, das ist so eine alte Kaminsäuleofen, seit weiß ich wie vielen Jahrhunderten, kann man sich alles genau da vorlesen. Was nicht interessant wird, das ist echt ein kleines Dorf und die leuchten den nachts an. Also wenn du, so wie eine Kirche in der Stadt, die dann so angeleuchtet wird, du fährst dann da so unten lang und siehst da oben, irgendwo im Wald wird so ein Turm angeleuchtet. Das ist ganz witzig eigentlich. Okay, also das ist ja so ein technischer, langsamer Trail. Und ich war auch schon lange nicht mehr da. Also wenn irgendwelche Bäume umgefallen sind, wir müssen einfach eh auf Sicht fahren und gucken. Also normalerweise würde ich den Laurenz vorlassen, der ist einfach schneller als ich. Aber hier macht es den Braten nicht fett. Und dann kann er ein bisschen mal in Linien gucken, ne? Ich würde mal sagen, das liegt hier auch nicht ganz ausgedreht, aber ich bin wirklich noch nicht talentiert genug. Ich fahre hier an der Holztreppe dran vorbei, ne? An der Tür. Hier, siehst du da diese Spur, weil da geht es jetzt runter, ne? Ja. Und durch ein E-Bike kannst du jetzt natürlich besser anfangen, weil du kannst am Anfang ein bisschen Schwung nehmen, dass du dann da rollen kannst, ne? So, ich gucke mir jetzt einmal an, was da vorher ist. Geht an sich jetzt nicht so wild, aber die Anfahrt ist kacke. So, kannst du mal sehen, das ist praktisch an der, wenn die Kamera am Helm ist, guck mal hier, dann kannst du quasi direkt die Fahrerperspektive. Hier ist einfach eine Stufe, die du runter abrollen musst, nicht kaufen, ja. Ne? Abrollen. Und danach bist du recht schnell, das heißt, du hast aber lange Zeit, das Tempo zu reduzieren, ne? Das Doofe ist nur, die Anfahrt ist halt total blöd hier, ne? Deswegen... Ein bisschen, ja, das macht quasi so den mentalen und so ein bisschen technischen, ein bisschen, aber allerdings ist technisch nicht so schwer, aber es ist mehr so mental. Weil du halt so drauf zufährst und hängst überall, bleibst überall hängen und willst dann diese Kante runterfahren, aber ich mach's mal vor, ja? Und dann, mach ich das nach? Kann ja nicht sein, dass ich mich hier so anstelle. Ja, wenn du einen Motor anhast, dann kann es ja auch gut sein, dass du genug Tempo hast. Ne? Ich hatte den oben aus, weil ich mir dachte, ich mach den mal aus wegen Schieben. Und das hat mich an zwei Stellen dann echt... Ach, hier runter und dann... Ja. Ja gut, das geht. Ich glaube, ich fahre hier an. Guck mal. Kannst du mal den einen Stein da weg tun, guck mal, da den lose. Ja. Weil dann an dem hängen bleiben wir ja echt nervig, ne?
So. Ja, also ich weiß nicht, wie ich das letzte Mal gemacht habe. Da habe ich irgendwie angefahren. Aber irgendwie heute habe ich keinen Bock angefahren. Dann mache ich lieber von hier oder so. Ne? Die Kante vielleicht noch drauf. So. Dann hat man halt nicht viel Zeit zu reagieren. Ja. Okay. Ich würde mal sagen, ne? Let's go. Das größte Problem ist das Einklicken. Ja, ich nee, ich krieg das hin. Ich muss ja nur einmal in den Klick kommen. Da. Moment. Ich treffe das Pedal nicht, warte. Vor der Stufe habe ich gar keine Sorge. Ich muss nur vorher eingeklickt sein, weil sonst hast du keine Chance. Ging dann doch. Warst du eingeklickt oder nicht? Ich war eingeklickt. Es war halt wirklich dieses einmal einklicken und das ist das größte Problem, habe ich noch damit. Ja. Ausklicken, nie ein Thema, aber bei sowas einzuklicken, dass man wirklich so zack im Pedal ist und nicht erst suchen muss. Ja. Und das hat jetzt ein paar Mal gedauert und dann war ich auf einmal drin und dann ging es auch. Also liebe Leute, wenn ihr aus welchen Gründen Ausdauer, Runder Tritt oder Racing das machen wollt mit den Clickies auf dem Enduro-Bike, am E-Bike, dann, wenn ihr nicht die Vorerfahrung habt vom Rennrad oder so, dann würde ich euch raten, wirklich immer so abends noch ein bisschen rumzurollen und rein, raus, rein, raus. Das ist so wie ich, wenn ich Einrad fahre, dass ich immer mein Pedal, wenn ich aufsteige, dass ich immer mein Pedal treffe, ohne nachdenken, ohne gucken. Und Laurenz macht es jetzt noch nicht lang genug mit dem Klick, wie lange jetzt? Seit August hauptsächlich, okay. Aber beim Weg runterfahren ausklicken, das ja. War ja die Sorge, die die meisten haben, noch nie ein Problem gehabt. Ja. Das Einklicken dauert manchmal am längsten, genau. Dass man halt das Pedal direkt findet. Da genau diesen Punkt zu treffen, ja. Funktioniert inzwischen so am Eingang von Trail ohne Probleme. Im technischen Gelände, wenn es schon Weg runter geht und man losrollt, ja. Da ist dann noch so, verdammt, wo ist es? Das geht und es hilft viel, wenn man auch Weg hoch trampelt. Ja. Da einfach permanent ein- und ausklicken. Man hat ja die Zeit, gerade mit dem E-Bike, dass man sich wirklich daran gewöhnt, immer wieder zu finden. Also, ich verlinke jetzt mal unter dem Blog hier in der Videobeschreibung mal unser Video zum Magnetpedalen. Also wer ja total in dem Thema interessiert ist, aber Clicky irgendwie doch nicht so wohlfühlt oder traumatische Erlebnisse hatte. Es gibt diesen Kompromiss mit diesem Magnetpedalen. Dazu muss ich noch sagen, also MacPad halt, die habe ich getestet, ganz cool. Aber nachdem ich es getestet habe, kamen die nochmal, also das gleiche Pedal, kamen diese Magnetplatten mit 30 mal stärkerer Bindung. Das finde ich schon krass. Also wenn man einen Bikepark fährt, so wäre es schon cool. Aber ja, weil beim Bunnyhop ist mir dann doch mal irgendwie so ein bisschen so rausgeklickt, aus dem Magnet raus. Und dann dachte ich, weiß nicht, ob das für Bikepark empfehlen würde. So, fürs normale Fahren fand ich es sehr cool. Aber dann, wenn die es jetzt nochmal härter haben im Magnet, eine mögliche Alternative. Ich will aber euch weder Flats noch Clickies schlecht machen. Ich fahre natürlich nur Flats. Liebe Leute, wie gesagt, wer dem Kanal folgt, hat den Trail vielleicht schon mal gesehen. Und für mich war es auch, also
damit ihr es wisst, der Laurenz ist ein Bonner, also wohnt da und lebt da und arbeitet da. Und ich war auch viele Jahre, 8 Jahre Bonner. Und ich kann das sehr nachfühlen, da gibt es kaum sehr steile technische Trails. Aber, das werdet ihr sehen, er ist ja mobil und wird immer mobiler mit dem, was er jetzt noch alles plant. Im Ahrtal zum Beispiel sieht die Sache wieder anders aus. Ahrtal ist wirklich, da bin ich mal mit der Bahn hingefahren. Von Bonn waren auch nur irgendwie 24 Minuten oder so. Ist jetzt bekannt durch die Flutkatastrophe, aber eigentlich bin ich bei Mountainbikern schon lange bekannt als Trailparadies und ganz viele super technische Versetztrails und so ein Kram. Steinige Wege, ja. Also, dann locken wir jetzt mal den Laurenz, der eh in der Lernkurve ist, ein bisschen aus seinem Element von den schnellen Racekursen. Also wie gesagt, wenn wir in einen Bikepark fahren, ich sehe den 10 Sekunden, dann ist er weg. Ja? Hier ist es so, dass ich, wenn ich zum ersten Mal hier gewesen bin, war ich genauso. Also keine Komfortzone. Und jetzt kenne ich es ein bisschen, aber natürlich durch die Nässe und den fehlenden Grip am Reifen und so bin ich jetzt auch nicht so grundentspannt. Aber ich weiß auch, was über mich zukommt. Und deswegen freue ich mich einfach, ihn da mal jetzt mitzunehmen und dann wahrscheinlich im Jahr wird er dann ja auch als Enduro erstmal runterfahren, dann sehe ich ihn auch nicht. Okay, Achtung, viele Steine und so, ne? Nicht schlimm. Da muss man auch mal 5 Grad sein lassen. Da kann auch mal aufsteigen und dann frei sein. Also liebe Leute, ich kann euch sagen, ihr habt vielleicht Mut und Fahrkönnen und Erfahrung und alles, aber es gibt Stellen, wo man sagt, muss man eigentlich nicht machen. Hier ist eine Holztreppe mit einer Kurve im Steilen, bei Nässe, absolutes No-Go. Macht man nicht. Also lieber nicht, meine Leute. Das ist echt, da muss man auch mal sagen, nee, das war noch viel zu gefährlich. Ich sage nicht, dass es unmöglich ist, aber es ist so rutschig. Und die Konsequenzen hier runterzufallen, wäre nicht so schön, ne? Nee. Ich bin schon mal gestürzt, hier. Hier ist mein Reifen oben hängen geblieben, ich habe mich überschlagen. Und danach hatte ich so eine mentale Blockade, dass ich jedes Mal 5 Mal anfahren musste, bis ich mich das im Trockenen getraut habe, ne? Im Nassen sage ich aber, ne, komm. Okay, noch ein bisschen kehren die letzten und dann haben wir unseren Technik-Trail auch schon geschafft. Da merkt man mal, wo seine Stärken und Schwächen liegen. Ja, aber es ist ja spannend, wenn man immer noch sein Potenzial hat. Also ja, also das ist absolut nicht mein Bereich, wo ich mich drauf wohlfühle auf dem Fahrrad. Aber Spaß macht es trotzdem. Ja, vor allen Dingen, diese Entwicklung ist halt auch so cool. Also als ich das erste Mal hier war, dachte ich, oh mein Gott, weil ich konnte natürlich sowas fahren, aber da waren Kernen in meine schlechte Seite, meine schwache Versetzseite. Und ich habe für Kurse und so und Videos natürlich immer meine schöne Seite gezeigt. Aber in Bonn gibt es auch nicht viel Versetztrails. Deswegen habe ich das
ja, in der Praxis mit richtig fiesen Steinen und so auch nicht gehabt und dann falsche Seite. Und ich habe wirklich dann wieder ein, zwei Tage geübt und dann ging's. Aber es war sehr cool und ich dachte, super, um mich zu akklimatisieren, dass man nicht so einen Kulturschock bekommt, wenn man mal in den Alpen irgendwas sehr Steiniges oder Steines hat. Ne? Super, okay. Ja, ich danke euch fürs Zuschauen. Wir machen jetzt noch Indoor gleich weiter und seid gespannt. Der Laurenz hat einiges, ja, was euch da wirklich auch sehr interessieren wird und ich bin mega gespannt.